Tackle-Tipp meinerseits, der 3,5 Gramm Tungsten Nethead von Moritz für den Zaza Helgramit von Nico Bates. Allerdings hat der Tungstenkopf hier so einen Dorn. Der ist auch nicht schlecht für alle möglichen anderen Köder. Aber bei der 10 Gummimischung vom Helgramit kriegt ihr den nicht gerickt. Ich rigge den Helgramit jetzt, wie gesagt, ohne diesen Köderhalter. Den kann man ganz einfach lösen. Habt ihr gesehen, einfach hin und her bewegen und dann geht er ab. Durch die zähe Gummimischung, da hält er auch ohne, und zwar ganz sicher. Also da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, dass der runterrutscht oder ein Fisch den gar runterzieht. Das schafft er nicht. Das ist schon schwer genug, den so auf den Haken drauf zu bekommen. Aufgrund der zähen Mischung. Die ist richtig klebrig. Also, wie gesagt, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und ihr könnt auch, wenn das beim ersten Mal nicht so hundertprozentig passt, könnt ihr auch nochmal zurückgehen und nochmal neu ansetzen. Der Köder, der hält einiges aus. So, dann raufschieben, bündig, dass der hier vorne abschließt. Und fertig ist er gewickt. Ganz gerade, ganz sauber und wie gesagt, abgehen tut er nicht. Und drinnen. Erster Barsch, erster Biss, erster Barsch. Und gleich so ein schöner auf den Helgramit. Geil. Mit dem 3,5 Gramm Netwick-Kopf von Moritz. Ich habe ja das Maßband von Daiichi Seiko. Und das hat hier so einen Abstandshalter. Und ja, wir sind bei knapp über 37. Also realen 37. Geil.